Das Thema wollen wir vertiefen. Ich grüße Sie sehr herzlich, Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler der Universität Köln. Herr Jäger, unterm Strich, was würden Sie sagen? War der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan nun vorteilhaft oder hat es Taiwan eher geschadet? Das ist eine schwierige Frage, Frau Dauster, die Sie da stellen. Denn je nachdem, von welcher Seite aus man das betrachtet, aus der Seite der Vereinigten Staaten, da konnte man zeigen, in einer Form von abschreckender Diplomatie, dass einem Taiwan nicht egal ist. Und China nutzt diese Gelegenheit, sich in eine Opferrolle hineinzureden und ein Manöver durchzuführen, das selbstverständlich nicht in den letzten Stunden irgendwie spontan jetzt aus dem Ärmel geschüttet wurde, sondern lange vorbereitet ist. China will zeigen, wir beherrschen den Pazifik. China will zeigen, wir können die Insel Taiwan kontrollieren. Und wir sind der große militärische Spieler in diesem Raum. Eine Invasion Chinas in Taiwan halten viele Experten zum jetzigen Zeitpunkt für eher unwahrscheinlich. Aber dennoch, wenn wir mal in die Zukunft schauen, der Anschluss der demokratisch regierten Insel Taiwan an das chinesische Staatsgebiet, das ist doch eigentlich ein erklärtes Ziel und steht auf der politischen Agenda von Staatspräsident Xi, oder? Ja, das steht schon lange auf der Agenda, also schon vor Xi. Und man hatte gedacht, es ist so ein Dreiklang, den man ausführt und irgendwie kommt einem Taiwan dann irgendwann mal sozusagen zur Wiedervereinigung. Das war zum einen die wirtschaftliche Anbindung. China ist ja Taiwans größter Handelspartner. Und zum anderen militärischer Druck, der schon lange ausgeübt wird, jahrzehntelang. Und das dritte ist die politische Isolierung. Die ist gelungen, nur wenige Staaten, keine relevanten, erkennen Taiwan an. Und genau das fürchtet China, dass sich das jetzt auf einmal umdreht, dass diese politische Isolation Taiwans möglicherweise porös wird. Deswegen auch diese harsche Reaktion. Und Präsident Xi, der im November in eine dritte Amtszeit gewählt werden möchte, nachdem seine Vorgänger immer nur zwei Amtszeiten hatten und man das inzwischen als normal ansah, Präsident Xi möchte in dieser Amtszeit die Wiedervereinigung erzielen. Am liebsten gewaltlos. Aber wenn eben nicht gewaltlos, dann auf anderem Wege. Deswegen wird jetzt in diesem Manöver auch Invasion geübt. Auf anderem Wege. Welche anderen Instrumente hätte China noch in der Hand? Zum Beispiel wirtschaftliche Instrumente, um klarzumachen, dieser Schritt war ein Schritt zu weit. Naja, das wird jetzt langfristig angelegt werden. Die Frage ist, welche Instrumente China nutzt. Wird man mit einer Blockade Taiwans gewinnen? Wird man sich von westlichen Handelsbeziehungen unabhängiger machen? Wird man in der Lage sein, die Amerikaner ausreichend abschrecken zu können, sodass sie Taiwan militärisch nicht zu Hilfe kommen? Das sind alles Fragen, die kurzfristig nicht zu beantworten sind. Das müsste man langfristig anlegen. Auf der anderen Seite gibt es angeblich eine Lehre, die man aus dem Ukraine-Krieg gezogen hat, nämlich lieber früh und hart, als sich auf einen solchen Abnutzungskrieg einzulassen. Denn selbstverständlich hat sich Taiwan auch auf eine solche Invasion vorbereitet und könnte hier den chinesischen Streitkräften schmerzhafte Verluste beifügen. Und es wird das wahrscheinlich in Zukunft noch mehr machen, nachdem jetzt gezeigt wurde, dass China eben diese Insel isolieren kann. Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen. Erwarten Sie auch vielleicht eine geänderte Haltung Pekins im Ukraine-Krieg? Nein, da ist es ja so, dass die chinesische Regierung vorgeblich die russische Position unterstützt, gleichzeitig Ukraines Recht auf territoriale Unversehrtheit betont, also eine völlig paradoxe Position einnimmt, die Sanktionen verurteilt und dann doch gleichzeitig die Importe nach Russland erheblich herunterfährt. China hat in der Grundanlage seiner Politik ein anderes Interesse als Russland. Russland möchte die internationalen Beziehungen destabilisieren. Und China braucht stabile Beziehungen, um das Wohlstandsversprechen nach innen aufrechtzuerhalten, das durch die Zero-Covid-Politik, durch die Turbulenzen am Wohnungsmarkt, durch die hohe Jugendarbeitslosigkeit jetzt schon wirklich ein wenig unter Druck geraten ist. Und dann schauen wir am Ende unseres Gesprächs noch einmal auf die USA. Die China-Politik der beiden Administration unterscheidet sich nicht unbedingt von der seines Vorgängers. Trotzdem die Frage an Sie, wird Biden zukünftig eher eine China-Politik der Entspannung fahren oder wie jetzt nach dieser neuen Lage wird die China-Politik der USA aussehen? Was denken Sie?
Das ist so eine Mischung aus Konfrontation und gleichzeitig Kooperation angeboten. Wenn wir auf Taiwan schauen, dann ist es eben so, dass unter Trump doch eine Veränderung der Politik stattfand. Wenn wir uns erinnern, Donald Trump kam ins Amt und vor seinem ersten Telefonat mit Präsident Xi sagte er, na mal gucken, was er mir für die Beibehaltung der Ein-China-Politik gibt. Und Präsident Xi hat gesagt, ich spreche mit Ihnen nicht, bevor Sie das nicht bestätigt haben. Das hat die chinesische Regierung doch hellhörig gemacht. Und dann wurden die Beziehungen zu Taiwan intensiviert. Die zu China wurden unter Stress gesetzt durch die Handelsbeschränkungen. Und Präsident Biden hat das im Prinzip beibehalten und hat auch noch zwei, dreimal gesagt, man würde Taiwan militärisch verteidigen. Seine eigene Regierung hat er sofort zurückgeholt und hat gesagt, nein, wir werden Taiwan unterstützen, sich zu verteidigen. Aber solche Versprecher in Anführungszeichen werden natürlich auf hoher diplomatischer Ebene ganz sensibel registriert. Sagt Professor Stefan Jäger. Vielen Dank für diese Einordnungen.